So, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Auf einen Espresso mit Dirk Arendt. Und unser heutiger Gast und erster Gast im Jahr 2024 ist Sera Öztürk. Guten Morgen, liebe Sera. Guten Morgen und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du sie angenommen hast. Sera Und ist das trotz der erstellt. Uhrzeit. Bitte? Trotz der Uhrzeit. Ja, das stimmt, aber das wussten wir damals noch nicht. Sera ist stellvertretende Referatsleiterin Steuerung Fachverfahren und neue Technologien sowie Programmleiterin intelligente Verfahrenssteuerung in der Senatskanzlei Hamburg. Das klingt teilweise nachvollziehbar, was du machst, teilweise noch ein bisschen kryptisch. Das werdet ihr sicherlich gleich alles in der nächsten halben Stunde besprechen, und zwar mit Dirk Arendt, oh, das war jetzt eine Überleitung, ne? Mit Dirk Arendt, Director Public Sector bei Trend. Guten Einen Morgen, Dirk. wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Bevor wir anfangen, möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zu Sera sagen. Sera ist jetzt seit über 13 Jahren in und für die Verwaltung tätig. Sie steht für Dinge wie Bürokratieabbau. Sie sagt, es macht Sinn, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Sprich, man muss bei Problemen nicht immer das Rad neu erfinden. Man kann auch mal nach links und rechts gucken. Da gibt es oft schon Lösungen für ähnliche Probleme. Und was ich auch sehr sympathisch finde und was wir tatsächlich in der Espresso-Runde jetzt schon öfters mal gefallen ist, ist, dass sie sagt, dass wenn neue Abläufe und Prozesse eingeführt werden, es muss nicht immer 100% alles perfekt sein. Es reichen auch die 80%, aber man muss einfach einmal anfangen. Sera ist studierte Informatikerin, das heißt, sie kennt die technischen Abläufe sehr gut. Und als Mensch bezeichnet sie sich als selber als offen und kommunikativ. Das kann ich, so wie ich Sera kennengelernt habe, an dieser Stelle auch nur bestätigen. Und wahrscheinlich ist auch eine Kombination aus diesen technischen Skills, die sie als Informatikerin mitbringt, und den Soft Skills im Umgang mit anderen Menschen in der Kommunikation mit ein Erfolgsfaktor, warum die Dinge, die sie tut, erfolgreich sind, wahrgenommen werden und man auch darüber spricht, so wie wir das heute machen werden. Und damit übergebe ich an Dirk. Vielen Dank. Kai, da waren ein super, super Versprechen mit dabei. Was Ich glaube, denn? dass Was habe ich gesagt? Oh Gott, so schlimm? Sera, wir hatten das schon mal so ähnlich. Sera steht Ja. natürlich nicht für Demokratieabbau, sondern für Bürokratieabbau. Ich Habe ich glaube, Demokratieabbau gesagt? ja, Um Gottes ich war kurz davor, ob ich sage, es lebe der Anarchismus, aber dann dachte ich mir, Willen. das wäre Ausdruck, so vielleicht können wir jetzt noch mal starten und neu nicht die anfangen. richtige Einstimmung, aber ach nein, das war doch sympathisch. Es ist ja auch okay. Ich stehe selbstverständlich nicht für Demokratie auf. Nein, Ich nein, bin also. sehr für Demokratie, aber ich bin sehr gegen unnötige Bürokratie. Haben wir klargestellt. Alles Ich fein. werde rot, aber weißt du was? Ich habe aus den Augenwinkeln schon so eine kleine Reaktion gesehen. Entschuldigung und danke für den Hinweis. Gut. Ja, auch Und sein kann, dass ihr solche Gäste habt. Alles fein. bitte? Ja, nein, hat man bisher noch nicht gehabt. Aber genau. Fällt dir irgendwie ein berühmter Anarchist ein, den wir einladen könnten? Ey, ob ich einen Grundanarchisten kenne? Ja. Ich gehe mal nachher auf die Schanze und frage mal rum. Genau. Wir fangen immer an mit so einer Grundsatzfrage zur Einleitung. Wie beginnst du morgens deinen Tag? Mit Tee, Kaffee oder tatsächlich mit Espresso? Ich bin ein hundertprozentiger Teetrinker und in der Regel auch nur schwarzen Tee. Alles andere ist Krankheitstee. Also insofern habe ich, es tut mir leid, ich habe keinen Espresso dabei, sondern eine große, schöne Tasse schwarzen Tee. Ein Teepot. Hast du eben gesagt, Krankheitstee? Ja. Du merkst schon ein bisschen, oder ihr merkt es ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Dann würde ich dir einen Pfefferminztee empfehlen, aber. Vielen Dank. Sicher, wenn man so ein bisschen googelt, dann steht zu dir oftmals Verwaltungsmensch mit Sozialdrang. Was bedeutet denn das? Wie würdest du dich Naja, beschreiben? ich habe versucht, mich in wenigen Worten mal zu beschreiben. Ich bin in Verwaltung und bin eher in Verwaltung reingerutscht. Das war nie so
ich muss unbedingt in Verwaltung, weil ich studiere, um in Verwaltung zu kommen, sondern es war, ich habe einen Job gebraucht und habe mich in der Verwaltung beworben und dachte, ich mache das mal ein, zwei Jahre und guck mal, wie es läuft. Du Und war warst da davor vorher. ganz Ich war normal in der vorher in der Wirtschaft. Privatwirtschaft. Ich komme aus dem KI-Bereich und habe vorher für ein Unternehmen gearbeitet als Knowledge Engineer, hat sich das damals genannt. Das heißt, ich habe quasi Sprachdialogsysteme schlau gemacht. So, also ich will nicht sagen wie ChatGPT, aber wie das, was ChatGPT vor vielen, vielen Jahren war. Und bin dann in die Verwaltung gekommen und war aber ganz angetan eigentlich von den Möglichkeiten und dem dringenden Handlungsbedarf, da auch was zu machen Richtung IT und Digitalisierung. Und habe so ein bisschen für mich dann doch gemerkt, ach, hier kann ich was bewegen, hier kann ich was machen, hier kann ich was gestalten. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass ich mehr und mehr zum Verwaltungsmenschen mutiere. Ist gut oder nicht gut? Das ist. Kommt auf den Tag an. Aber in der Regel ist es gut und ich freue mich drüber, weil es ja auch, es ist ja doch irgendwie, wenn man es mit Leidenschaft macht, dann wirkt sich das ja auch ganz stark auf die Arbeit aus und das, was man bewegen kann und wie man mit Menschen kommuniziert. Insofern stehe ich da eigentlich voll dazu und deshalb sage ich ja auch Verwaltungsmensch. Ich bin es mittlerweile und ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, wieder in die Wirtschaft zu gehen. Und mache das sehr gerne, weil ich auch einfach den dringenden Bedarf sehe, dass gute Leute auch in Verwaltung bleiben und weiterhin was versuchen zu verändern und zu bewirken. Und der Sozialdrang kommt daher, dass manchmal man vielleicht den Aspekt vergisst, wenn man voll in der Arbeit aufgeht und voll engagiert ist. Menschen haben immer auch noch einen anderen Part. Sie sind privat auch noch aktiv und unterwegs. Und ich bin ein sehr sozialer Mensch und sehr sozial ausgerichtet. Ich bin sehr für soziale Gerechtigkeit und engagiere mich auch privat an der einen oder anderen Stelle. Und deshalb schlägt sich das sicherlich auch auf meine Arbeit auf die eine oder andere Weise aus. Da kommt vielleicht auch dieses, lasst uns Dinge gemeinsam machen, lasst uns voneinander lernen. Das sind sicherlich Dinge, die von diesem Sozialdrang her auch rühren. Und deshalb erwähne ich das immer mit, weil es mir wichtig ist, deutlich zu machen, dass wir nicht nur Arbeitstiere sind, die nur immer 100% Arbeit repräsentieren und so funktionieren, sondern wir haben immer zwei Seiten einer Medaille. Wir sind wir haben auch ein Privatleben und das in Kombi und da kommt es her. Sehr schön. Karin hat gesagt, du bist Informatikerin. Ja. Jetzt brauchen wir ja viel, viel mehr Menschen, insbesondere auch Frauen mit Beruf und so weiter, brauchen wir in die Informatik. Wie bist du in die Informatik gekommen? Was ist so dein Lebensweg? Eieiei, die Frage wurde ich lange nicht mehr gestellt. Tut mir leid. Und in der Regel wirke ich dann immer unfassbar überheblich, wenn ich die Geschichte erzähle. Also ich hätte eigentlich alles studieren können. Und ich habe mich für viele Dinge interessiert. Und ich dachte, ich werde Psychologie studieren. Aber immer so. Und dann habe ich gemerkt, nee, kann ich nicht machen. Ich würde mich immer selber nehmen und immer wieder an mir selber die ganzen Theorien. Und dann würde ich irgendwann wahnsinnig werden. Und dann wäre ich mein eigener Patient auf ewig. Das hat dann also irgendwie dann doch nicht gepasst. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn dann? Was kann ich denn gut? Und dann habe ich. Ich erzähle jetzt, komm. Ich hau's raus. Dann habe ich Ene Mene Miste gemacht mit dem, was könnte ich studieren? Und bei Ene Ehrlich? Mene Miste sind zwei Dinge rausgekommen: BWL und Informatik. Und dann war ich eine Woche in BWL eingeschrieben, weil ich dachte, ach, BWL kannst du mehr mitmachen. Und nach einer Woche BWL habe ich gemerkt, ach, nee, das ist wirklich nicht meins. Also, das kann ich nicht durchziehen. Und bin dann doch zur Informatik geswitcht. Und dann habe ich alles studiert außer Informatik für 2 Jahre ungefähr. Und dann war es eigentlich eine Trotzreaktion, warum ich doch Informatik studiert habe, weil ich zu einem Gespräch gebeten wurde, wo es hieß, hey, du hast bisher keine einzige Prüfung abgelegt. Du schaffst das jetzt eh nicht mehr in der Zeit, bevor du exmatrikuliert wirst, zwanghaft. Du hast nur noch 2 Semester. Du musst jetzt, also eigentlich kannst du dich auch jetzt abmelden. Dann habe ich gesagt, die Wette gilt. Und habe tatsächlich angefangen, Informatik zu studieren, inhaltlich das Ganze zu machen. Und habe dann das ganze Thema Kognitionswissenschaften, künstliche Intelligenz. Und das fand ich so spannend, so interessant, dass ich das tatsächlich durchgezogen habe, mein Vordiplom. Und dann gemerkt habe, ich bleibe jetzt da und bleibe auch im Hauptstudium da und mache jetzt mein Diplom. Ist natürlich jetzt Dass nicht ich eine. Diplom sage, daran merkt man, dass es schon lange her ist.
In der Heutzutage Tat. macht man das ja gar nicht mehr. Heute sind das ja Bachelor und Master, ne? Mein Studium liegt noch viel weiter weg davon abgesehen. Aber ist jetzt auch nicht so ich dachte, es kommt irgendwie so der unfassbare Werbeblock für die MINT-Berufe, aber ist eine schöne Motivation für meine Kinder, wenn es mal wieder nicht mit dem Studium klappt. Aber ich war schon immer gut in Mathe. Vielleicht hilft das. Sarah, du stehst für dieses Projekt Modul F aus Hamburg. Damit tingelst du gerade durch die Verwaltungswelt. Erzähl uns mal so in zwei, drei Sätzen bitte, was bedeutet es? Wofür steht dieses Projekt? Wir haben, also unsere Motivation war, als wir damit losgelegt haben, dass wir in Hamburg uns mal angeschaut haben, weil wir sind ja das Referat Steuerung, Fachverfahren und neue Technologien. Und dieses Steuerung, Fachverfahren beinhaltet eben, dass wir uns auf die Fachverfahrenslandschaft in Hamburg anschauen, gucken, wo fehlt was, was können wir besser machen, welche Standards müssen wir setzen. Und das ist aber eine Riesenaufgabe. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das anfassbar? Und in dem Zuge haben wir uns in Hamburg angeschaut, wie kriegen wir es hin, diesen nächsten Step nach den Online-Diensten, weil das OZG hat uns zu der Zeit alle bewegt. Und wie kriegen wir diesen nächsten Schritt nach den Online-Diensten? Also wie können wir die verwaltungsinterne Digitalisierung besser unterstützen? Und dann haben wir uns das mal in Hamburg angeschaut und haben festgestellt, naja, in den meisten Fällen sind wir schon gut unterwegs, aber wir haben eben diese kleinen Use Cases, wo wir eben noch nicht so gut unterwegs sind. Wo es in der Sachbearbeitung einfach an Anwendungen mangelt. Und dann haben wir gesagt, naja, es wäre ganz toll, wenn wir statt pro Case eine eigene Anwendung zu bauen auf einer eigenen Basis, wenn wir beschäftigen uns eben auch mit neuen Technologien. Also haben wir uns auch mit Low-Code zu der Zeit beschäftigt und haben geguckt, wenn wir so eine Plattform hätten, wo wir baukastenartig bestimmte Elemente schon vor definiert haben, dann hätten wir die Möglichkeit, diese Elemente jeweils bedarfsgerecht zusammenzusetzen. Und dann kam das Soziale in mir durch und ich habe gesagt, aber warum nur für Hamburg? Das Problem haben wir ja nicht nur in Hamburg, das haben wir ja deutschlandweit. Und noch schöner wäre es doch, wenn für einen Use Case, wir wählen zum Beispiel, ich soll das Beispiel eigentlich nicht mehr bringen, aber ich mache es so gerne. Prostituiertenveranstaltungen. Die müssen angemeldet werden, da muss dann eine Sachbearbeitung stattfinden. Oder Lotterie, das ganze Themenfeld, Glücksspiele. Oder nehmen wir denkmalschutzrechtliche Genehmigungen. Das sind alles Verfahren, also sind alles Anträge, die gestellt werden können, diverse, und die dann weiter bearbeitet werden müssen. Und das haben wir eben nicht nur in Hamburg, das gibt es auch in anderen Bundesländern. Und noch schöner wäre es, wenn wir nicht nur auf diese vereinfachte Baukastenart die Anwendung zusammenstellen können, sondern wenn eine Anwendung schon da ist, zum Beispiel für denkmalrechtliche Genehmigung, was auch in anderen Ländern gebraucht wird, dass es dann in anderen Ländern auch genutzt werden kann. Und so ist Aber diese glaubst du Idee. nicht? Schon, darf ich einmal. Ich muss dich ab und zu unterbrechen, sonst. Ja, ich rede so viel, ich weiß. Nein, das stimmt gar nicht. Du redest wunderbar. Wenn du jetzt sagst, du willst diese oder ihr stellt diese Verfahren, diese Baukastenmodule auch anderen Ländern, anderen Bundesländern, anderen Regionen zur Verfügung, ist es nicht so, dass viele Projekte bisher immer daran gescheitert sind, dass so ein bisschen so ein. Ja, Ressentiments oder so sind vor den Lösungen, die sagen wir mal aus Berlin kommen, die dann vielleicht in Hamburg genutzt werden, ist da nicht immer so ein bisschen so, ach, wir machen es lieber alles lieber selber und wollen gar nicht so die Sachen nutzen von den anderen? Habt ihr die Probleme auch, die Herausforderungen gehabt oder? Ich glaube, die haben wir alle. Ich glaube, wir sind es von Anfang an anders angegangen. Wir haben das von Anfang an als Software as a Service, also so eine Serviceleistung, die wir hier aufbauen. Wir betonen immer, wir kommen aus Hamburg, aber wir sind Verwaltung, wir bieten das für Verwaltung an. Natürlich gibt es diese Bedenken trotzdem, insbesondere weil es auf dem Markt große, mächtige Anbieter gibt, Die nicht aus der Verwaltung kommen, oder? die nicht aus der Verwaltung kommen. Natürlich müssen wir da irgendwie gucken, wie wir mithalten. Aber was uns natürlich auszeichnet, ist, wir kennen Verwaltung. Wir haben das, was wir gemacht haben, auf Verwaltung spezifiziert. Wir haben kein wirtschaftliches Interesse hinter dem, was wir machen. Wir müssen nur unsere Kosten decken. Darum geht es. Natürlich gibt es das. Aber an der Stelle, ich glaube, die meisten merken, dass wir nicht mehr den Luxus haben und in der Situation sind, wo wir einfach immer sagen können, wir machen alles selber. Weil wir kriegen es ja alle mit, wir hängen hinterher. Und wenn wir an diesem Standpunkt festhalten, wir machen alles selber, das ist ja auch kostenintensiv. Du brauchst Personal,
das versteht, was es selber machen soll. Du brauchst Geld, um das umzusetzen. Und dann brauchst du wahrscheinlich noch ganz, ganz viel Aufwand, weil diese unterschiedlichen Systeme dann im Bundeskontext doch irgendwie miteinander funktionieren müssen. Und dieses Verständnis sickert langsam durch. Und deshalb merken wir ja auch, dass hier und da immer mehr Kooperationen entstehen. Und ja, wir haben einige Fälle, wo das so ist, aber die Mehrheit ist eher so, dass sie uns gegenüber sehr offen sind. Wenn du sagst wir, wie viel seid ihr da, die sich mit dem Thema, mit dem Baukasten beschäftigen? Da gab es unterschiedliche Phasen von bis. Am Anfang waren wir zwei, die mit der Idee gestartet sind. Dann haben wir langsam, Zwei. ja, weil wir mussten ja erstmal von der Idee überzeugen. Es war ja erstmal nur eine Idee und wir glaubten, das kann was werden. Und dann mussten wir bei Beratungshäusern betteln, damit sie uns Beratungsunterstützung geben. Dann kam die Phase, wo die Beratungshäuser mich nicht mehr in Ruhe gelassen haben, weil sie mir noch Beraterinnen anbieten wollten. Und jetzt haben wir, also wir sind eigentlich wie so ein Startup, ganz schnell gewachsen, und dann haben wir gemerkt, ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, vielleicht ein bisschen mehr Fokus, was wir tun müssen. Und im Moment fokussieren wir wieder, und jetzt sind wir so ein Team von roundabout 20, 25 Leuten plus Betrieb. Und das ist eine gute Größe, um gut vorwärts zu kommen für uns im Moment. Wir haben angefangen mit dem Sozialen bei dir. Was zeichnet denn dieses Team bei dir aus? Wir sind ein sehr bunt gemischtes Team. Wir haben, ich achte immer so ein bisschen drauf, das Mindset ist das Wichtige, die Einstellung, möchte ich was verändern, möchte ich was vorwärts bringen, aber eben die Diversität auch. Und Diversität ist jetzt nicht nur, haben wir genug Frauen und Männer, weil, sondern Diversität ist an der Stelle auch der Background. Und mit dem Background meine ich jetzt auch nicht nur den Migrationshintergrund, damit sind wir tatsächlich auch ganz gut vertreten, weil das Projekt wird von mir und Sophie Park geleitet, und wir beide sind jetzt nicht unbedingt das, was man vielleicht mit dem typischen Verwaltungsbeamten in Deutschland gleichsetzen würde, schon mal nicht optisch. Aber es ist auch tatsächlich, wir haben halt nicht nur Informatiker, wir haben ganz unterschiedliche Disziplinen hier mit vertreten, weil wir auch unterschiedliche Kompetenzen brauchen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, an der Stelle ein bunt gemischtes Team aufzubauen, um auch unterschiedliche Perspektiven zu bekommen in das, was man macht. Denn am Ende müssen wir etwas hinbekommen, was für viele funktioniert. Und das kann nur gelingen, wenn viele unterschiedliche Köpfe daran arbeiten, und unterschiedlich denkende Köpfe. Würde ich jetzt gerne fragen, wie sieht der typische Verwaltungsmensch aus, der den ja gerade bei dir negiert? Aber lieber was Ich würde anderes. sagen, jeder macht einmal die Augen zu, macht sich eine Vorstellung, und danach können wir nochmal eine Selbsthilfegruppe machen und darüber sprechen, welche Bilder wir gesehen haben. Ärmelschoner, egal. Jetzt hast du mich aus dem Takt gebracht. Aber gut, dieses Thema. Fachkräftemangel ist natürlich immer wieder ein Thema, was aufspringt. Aber wie schafft ihr es, dass dieses Know-how, was ihr da aufbaut, jetzt nicht oder dass es in der Verwaltung bleibt, dass es ein nachhaltiges Projekt auch ist? Also wir haben ein paar Stellen von Anfang an selber reingesetzt in das, was wir machen. Wir haben, also es sind nicht nur externe Unterstützung, die wir haben. Wir bauen nach und nach Stellen bei uns auf, wo wir das Gefühl haben, das könnte ein sinnvoller Invest sein, hier eine eigene Stelle aufzubauen. Wir machen die Doku sehr intensiv, damit auch immer gut nachvollziehbar ist, wo stehen wir, was haben wir gemacht, warum haben wir welche Entscheidung getroffen. Und wir haben uns beim Betrieb entschieden, einen Verwaltungsdienstleister zu nehmen und nicht einen externen Dienstleister. Wir machen das bei Dataport, und versuchen auch nach und nach dort das Wissen aufzubauen. Aber perspektivisch und am besten wäre es, wenn wir irgendwann mehr Richtung gemeinsame Weiterentwicklung kommen, wenn wir einen Weg finden, weil wir sind ein hybrides Projekt, wir sind nicht nur Open Source leider. Aber wenn wir mehr so ein bisschen in diese Richtung, wie können wir das, was wir selber entwickelt haben, auch Open Code bereitstellen? Dadurch haben wir natürlich auch eine andere Form von Wissensverteilung, Wissensnachhaltigkeit, die an der Stelle stattfindet. Das sind aber Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen. Aber der wichtigste Part ist, glaube ich, es ist ein verwaltungsgeleitetes Projekt. Wir haben bewusst uns entschieden, das ist etwas, was wir nicht einfach die Idee rausgeben und sagen, lieber Dienstleister, mach, sondern das ist ein Projekt, was von der Senatskanzlei Hamburg und in Person
von Sophie Park, Leonard Langschwager, Claudia Oelke im Moment und mir. Es kommen noch zwei, drei Leute im Laufe des Jahres, denke ich, dazu. Und das ist das, wie wir versuchen sicherzustellen, dass hier nicht einfach nur an anderer Stelle etwas entsteht und wir wissen später nichts mehr davon. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und daran sind viele, viele Projekte gescheitert. Jetzt klingt es so trivial. Wir haben da so einen Baukasten entwickelt, da sind ein paar Verwaltungsverfahren drin. Warum ist man nicht schon viel, viel eher? Ich meine, ich habe noch so diese Zeit mit D115, mit einheitlicher Ansprechpartner und so mitgemacht. Warum ist man nicht schon viel, viel eher auf so eine Idee gekommen? Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Idee so super innovativ ist. Wahrscheinlich sind schon Menschen vorher auf die Idee gekommen. Aber meistens braucht man ja auch das Momentum, dass so etwas auch gelingen kann. Und ich glaube, wir hatten das Momentum durch das OZG. Wir waren ein bisschen früh dran, weil am Anfang haben alle zu uns gesagt, lasst uns damit in Ruhe. Wir sind doch noch mit den Online-Diensten befasst. Und wir haben gesagt, ja, aber nach den Online-Diensten muss doch die interne Weiterverarbeitung stattfinden. Und wenn wir jetzt darauf warten, dann vergehen wieder 5 Jahre, bis tatsächlich etwas passiert. Und damit konnten wir überzeugen. Und es war eigentlich das Momentum an der Stelle, der dringende Bedarf, der dazu geführt hat, dass wir genug Befürworter bekommen haben. Und so etwas, gerade wenn man sich entscheidet, das bundesweit zu machen, das ist ja dann auch eine Finanzfrage. Wer finanziert das eigentlich? Weil wenn wir es für Hamburg gemacht hatten, dann hätten wir es in deutlich kleinerem Umfang gemacht, wären deutlich schneller gewesen. Aber an der Stelle muss man ja auch erstmal jemanden finden, der so etwas fördert, mit unterstützt, weil ein Land kann nicht für andere in die Vorleistungen gehen. Das ist ja ein Invest. Also das sind alles so Fragestellungen, die uns auch übrigens sehr, sehr beschäftigen bei dem, wie macht man jetzt ein Preismodell für so etwas? Wer trägt eigentlich das Risiko, wie man sonst im Geschäftsbereich in der Wirtschaft hat? Das sind alles Fragestellungen, die in Verwaltung so nicht funktionieren und anders gestaltet werden müssen. Und das Die ist, gar nicht worauf wir, vorgesehen sind, wahrscheinlich, die ne? nicht vorgesehen sind. Im Moment muss ich mich um Sales kümmern. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal Sales machen muss. Aber das sind alles so Themen, mit denen wir uns im Moment befassen müssen, die aber, wo wir jetzt so Grundlagen geschaffen haben, die wir, wo andere auch einfach abgucken können, wie es funktionieren kann für Verwaltung, weil wir werden nicht drum herum kommen. Wir werden immer mehr solche Plattformen, immer mehr solche Lösungen brauchen, die wir gemeinsam nutzen, und wo wir auch vielleicht gemeinsam irgendwann weiterentwickeln und die eben nicht nur an einer Stelle entstehen und dann haben wir 100-mal etwas, was eigentlich dasselbe tut. Ja, und ich glaube, das war eines der ganz großen Probleme der letzten Jahrzehnte, dass man Sachen immer, immer, immer wieder neu entwickelt hat und es dann nicht zum großen Durchbruch kam. Jetzt hast du eben gesagt, ihr macht nicht nur, ihr macht den Betrieb selber und ihr macht auch den Vertrieb selber. Aber gerade so Vertrieb aus der Verwaltung heraus, ich kann mir vorstellen, das weckt auch bei dem einen oder anderen alten Vertriebsphasen so Begehrlichkeiten. Passiert euch öfter, dass ihr so mit Vertrieblern aneinander rasselt? Oh. Nee, aneinanderrasseln würde ich das nicht nennen. Ich würde das sympathisches Kokettieren nennen. Also natürlich, ich bin optisch wahrscheinlich auch nicht die klassische Vertrieblerin. Aber es gibt so ein paar Kollegen, sind in der Regel Kollegen, deshalb habe ich jetzt hier nicht gegendert, die man auf Veranstaltungen immer wieder trifft und dann wird ein bisschen gepiekst hier und da. Und das ist auch fein, das finde ich gar nicht schlimm, weil das belebt ja den Markt und das ist ja auch super wichtig, weil wir sagen ja nicht, dass wir für alles die richtige Lösung sind. Wir haben uns auf etwas fokussiert, wir haben uns auf die kleinen Use Cases fokussiert, wir sind auch immer mehr Richtung No-Code gegangen, also so, dass man so gut wie keine technische Kenntnis eigentlich, also man kann in 20, 30 Minuten so ein simples Fachverfahren bei uns erstellen. Aber es ist eben, das Simple ist das Entscheidende. Und es gibt aber auch immer noch Use Cases und Bedarfe in Verwaltung, wo ich was Komplexeres brauche und dann sind andere Lösungen besser. Deshalb, ich sage immer, ich sehe das nicht als Konkurrenz, weil es halt keine Konkurrenz ist. Es ist bedarfsgetrieben. Und da muss man dann auf Basis des Bedarfs gucken, was ist jetzt die richtige Lösung. Und deshalb bin ich da super entspannt, glaube ich, im Vergleich zu dem einen oder anderen Kollegen. Aber es macht mir auch immer wieder Spaß, die zu sehen. Es ist ja mittlerweile, wird es ja auch, es sind ja dann bekannte Gesichter und der Austausch, wie gesagt, der belebt ja auch. Wo nimmst du diese ganze Motivation? Du redest mit innerer Überzeugung über Verwaltungsreform. Wo nimmst du diese Motivation her? Aus meinem Team, um ehrlich zu sein. Also, ich sehe, dass es etwas bewegt und dass wir schrittweise in die richtige Richtung uns bewegen.
Nämlich uns schrittweise verbessern zu wollen. Und das ist das Entscheidende, ob es dann immer auf die Art und Weise ist, wie ich es machen würde. Das ist dabei gar nicht entscheidend, sondern überhaupt, dass etwas stattfindet und sich etwas bewegt. Und das andere ist, ich sehe ja mein Team. Ich kriege das ja mit, wie viel Lust die haben, wie sie Sachen bewegen wollen, wie sie sich freuen, wenn Dinge vorwärts gehen, wie die Kolleginnen auch über sich hinauswachsen, immer dazulernen. Und das macht mich einfach happy. Und wenn ich dann sehe, dass die so motiviert sind, dann kann ich doch nicht da sitzen und sagen, oh, das ist jetzt doof und das hat jetzt nicht geklappt. Und oh, wie machen wir das jetzt mit der Auftragsdatenverarbeitung? Und es funktioniert alles nicht und ich höre jetzt auf, ich habe keine Lust mehr, ich gehe doch in die Beratung, da verdiene ich eh dreimal so viel und kann dann für das Projekt beraten. Könnte ich machen, ist nicht der richtige Ansatz, weil ich sehe mein Team, ich sehe die Motivation, das macht mir Spaß und das motiviert mich und hält mich bei Laune. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass du dein Team motivierst mit coolen Aktionen. Da gab es einmal die Flachwitze-Aktion. Ja. Ja, wir haben mal in der Corona-Zeit haben wir das gemacht, weil ich habe einfach gemerkt, dann war wieder Shutdown, wir mussten wieder in Videokonferenz und ich merkte so richtig, ach, ich bin selber kein Morgenmensch. Und dann waren wir morgens in der Besprechung, die Stimmung war mies und dann habe ich gedacht, so, ich erzähle jetzt einen Flachwitz. Ich muss jetzt irgendwas tun, ich weiß nicht mal mehr welcher Flachwitz es war, aber ich habe irgendeinen erzählt und dann habe ich gemerkt, es macht was mit den Leuten und dann habe ich an dem Tag jede Besprechung mit einem Flachwitz gestartet. Und dann haben wir eingeführt, dass wir unsere Teambesprechungen dann rotierend jeder mit einem Flachwitz startet. Und irgendwann dachte ich so, jetzt haben wir aber mal nach einem halben Jahr genug. Weil es fällt ja auch irgendwann schwer, so viele Flachwitze zu finden und immer wieder die Kolleginnen, das wurde richtig so ein, es gab die, die das besonders gut konnten. Es war so ein richtiges, ah, jetzt bin ich dran, morgen muss ich den Flachwitz erzählen, ich muss schnell googeln, was ich noch finde, ich muss Leute fragen. Also es wurde so eine richtige Competition auch an der Stelle. Und dann habe ich mal gefragt, ja, wollen wir nicht mal, ne? Wollen wir nicht mal jetzt aufhören? Nein, wir machen das jetzt weiter. Irgendwann ist es dann doch so ein bisschen zu Ende gegangen, hat natürlich das Ende gefunden, aber es ging über ein Jahr, haben wir diese Flachwitze uns erzählt. Und mein Highlight war, Jetzt bin ich gespannt. wie überquert der Datenschützer die Elbe? Ich weiß es nicht. In der Datenfähre. Boah, nicht schlecht. Sehr schön. Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch ein paar Minuten und ich würde gerne mal auf ein Thema, wir haben es eben so, ich würde gerne mal auf dieses Soziale zurückkommen. Wir haben am Wochenende ganz, ganz viele Demonstrationen in Deutschland gehabt und so. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was dich sehr beschäftigt, wenn man so ein bisschen zwischen oder in deinen Artikeln auch liest. Was beschäftigt dich da am meisten gerade? Das ist eine doofe Frage, ich weiß, aber. Nee, es ist ja, es ist vollkommen, ich erzähle das auch hier und da durchaus. Also in Hamburg, wir sind ja eher, also bei uns ist ja Rot-Grün im Moment und ich habe ganz kurz auch mal eine CDU-Regierung noch miterlebt, aber ich habe da nicht so die Berührung mit Politikerinnen, die vielleicht ein Problem mit mir und meiner Optik haben könnten. Als es mit Modul F beispielsweise losging, und ich im Bundeskontext auch unterwegs war, muss man natürlich auch mit anderen Menschen sprechen. Und das ist ja auch richtig und das ist ja auch gut. Und ich war da auch, sehr habe ich mir da nie so Gedanken gemacht. Und irgendwann hatte ich dann die Situation, da hieß es, ja, jetzt, du hast da jetzt eine Besprechung mit einem AfD-Politiker. Und dann war ich erstmal, naja, man liest ja darüber in den Nachrichten. Und es hat was mit mir gemacht und ich war total aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie verhalte ich mich jetzt eigentlich? Muss ich irgendwas ändern? Am Ende war es ein sehr guter Austausch, weil wir uns beide auf das Fachliche fokussiert haben und auf das Fachliche konzentriert haben. Deshalb hat es funktioniert. Aber trotzdem weiß man ja, dass es Menschen gibt, die ein Problem mit dir haben und das spüre ich auch re regelmäßig. Ich erinnere mich noch so an Kommentare, als ich in Verwaltung angefangen habe, wie, oh, du sprichst aber gut Deutsch oder ich dachte ja, das sei, wie man im Fernsehen so hört, aber ist ja überhaupt nicht so. Einmal wurde ich für die Putzfrau gehalten. Also es sind alles Dinge, die passieren und es ist ja auch, wenn man es nicht anders kennt und die Berührung noch nicht hatte, mit Personen mit Migrationsgeschichte, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen. Wo ich eben mich manchmal frage in manchen Situationen ist,
Hat diese Person, also benimmt sie sich jetzt mir gegenüber so, weil sie wirklich ein Problem mit dem hat, was ich inhaltlich sage? Oder spielt hier irgendwas anderes mit rein? Und das kann man nie, das hat aber wahrscheinlich jeder Mensch. Aber bei mir kommt es eben dann doch häufiger und stärker zum Tragen. Ich merke häufiger, dass ich in Runden, dass Leute einfach auf mich zukommen, weil sie einmal checken wollen, wer ich bin und wo ich herkomme und warum ich überhaupt in dieser Runde bin. Und ich glaube, das passiert anderen Menschen nicht ganz so häufig. Und das macht natürlich was mit einem. Und was mich vor allem beschäftigt, ist, ich bin Hamburgerin. Ich bin in Hamburg geboren. Ich habe überhaupt nie was anderes als meine Heimat gesehen. Und natürlich gibt es auch eine türkische Heimat von meinen Eltern, wo ich auch regelmäßig bin. Aber ich bin Hamburgerin. So. Und wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt, du bist es nicht mehr, dann fängt man plötzlich an nachzudenken. Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Was muss ich mir jetzt eine neue Heimat suchen? Und das beschäftigt einen. Und dann ist man eben nicht mehr nur fokussiert, Arbeit und Co., sondern man hat plötzlich so einen riesen Batzen, der mit der Existenz zu tun hat und deine eigene Existenz bedroht und mit dem man dann auch umgehen muss. Und das hat mich sehr beschäftigt im letzten Jahr, weil es immer mehr hieß, nicht Teil von Deutschland, gehört nicht dazu. Und jetzt auch noch diese neuesten Fantasien, dass wir alle dann auch, ja, wohin soll ich denn? Also ich habe das als Kleinkind auch häufig gesagt bekommen von Leuten auf der Straße, die gesagt, geh in deine Heimat. Ich so, aber da bin ich doch. Also was möchtet ihr von mir? Und das hat mich sehr beschäftigt und sehr be und Freunde haben immer mehr von, ja, wir brauchen eine Exit-Strategie, wir müssen überlegen, wo wir schnell hin können, wenn es eben doch kritischer wird. Das passiert, das machen aktuell Freunde von mir und Freundinnen von mir. Und ich habe mich halt gefragt, brauche ich jetzt auch eine? Aber für mich habe ich entschieden, Leute, ehrlich, ich werde jetzt auch flapsig in meiner Sprache. Ihr könnt mich. Ich bin Hamburgerin, ich bleibe hier. Ich glaube, dass für viele Menschen dieser Korrektivaufschlag, dieser Zeitungsartikel oder für viele Menschen mit Migrationshintergrund gar nicht so überraschend war, weil du, glaube ich, viel oder ihr als Menschen, die vielleicht ein ganz ein bisschen anders aussehen, viel, viel mehr Rassismus erleben als dem alten, grauhaarigen, vollbärtigen Mann, der so aussieht, wie man sich es vielleicht vorstellt. Aber so die Diversität unserer Gesellschaft ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da, das spielt vielleicht auch bei eurem Team eine große Rolle. Ich finde Es es, tut ja gut. sag nochmal bitte. Es tut ja gut, Natürlich, Diversität. natürlich. Ja. Hast du diese Edeka-Werbung gesehen, die gerade so ein bisschen kursiert? Eigentlich ein schönes Beispiel, um es auch den Nee, tut Kindern mir zu leid, kenne zeigen. ich nicht. Wie bitte? Kenne ich leider nicht. Einfach nur, was in Supermärkten alles nicht mehr da ist und wie Ah, der, okay. ja. Ja, das war die Reaktion meiner Mutter, als wir ihr von der Korrektiv. Artikel. Also wir haben ihr davon erzählt, die lebt ja mittlerweile in der Türkei in ihrer Rente. Und da hat sie dann gesagt, aber wer macht denn dann die Arbeit, wenn alle weg sollen? Und sie meinte damit jetzt nicht, ne? Also es gibt natürlich viele Formen von Arbeit, aber sie meinte natürlich vor allem Krankenhäuser. Pflegeberufe, Reinigung, machen wir uns nichts vor. Es sind ja bestimmte Bevölkerungsgruppen, die das in der Regel machen und dann hätten wir ein Problem in Deutschland, ja. Definitiv, definitiv. Sire, ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Es macht wahnsinnig Spaß mit dir. Es ist sehr, sehr erhellend, wie du über Verwaltung denkst und es vor allen Dingen auch vorlebst, auch mit deinem Team. Ich habe relativ viel jetzt so zu dir gelesen. Das Bild, was ich jetzt vor Augen habe von dir, ist die Schaukel am Meer. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Bild. Nee, wirklich. Danke dir. Hat was. Und auch so wie du dich auch in der Öffentlichkeit gibst, also dass du dich nicht verstellst, dass du über Erschöpfung redest oder so, da gehört auch eine Menge Mut dazu und das macht dich so Muss auch. normaler werden, dass wir auch über die Ja, anderen klar. Aspekte drehen und nicht immer so tun, als wären wir Durchpowerer, auch in unserer Privatzeit. Das macht dich unfassbar authentisch, ganz ehrlich. Das, ja, ich fand den Artikel großartig. Ich werde ihn auch meinem Team mal teilen. Silva,
30 Minuten, wir haben schon ein bisschen überzogen, aber das macht es uns aus, dass wir nur 30 Minuten reden. Mein Espresso ist alle, dein Tee, glaube ich, auch. Ja. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir nicht nur für euer Projekt ganz, ganz viel Erfolg, sondern dass die Stimmung in Deutschland wieder schöner wird, dass sie wieder gleicher wird und dass dieser Neid so ein Da bisschen können wir aufhört. ja alle was dran machen Natürlich, und tun. natürlich. Und da sind wir jetzt alle in der Pflicht, das auch zu tun. Und aber danke für die Einladung, auch auf Türkisch gerne nochmal, Rica ederim, weil ich gerade auf türkischem Chat auch angeschrieben wurde, mit einem Dank. Also an der Stelle, Rica ederim, sehr, sehr gerne da gewesen. Vielen, vielen Dank.